Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim World 4 der Danny Spitters. Wir werden heute diesen IC von Augsburg Hauptbahnhof über Pasing nach München fahren. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein und rüsten hier noch ein wenig den Zug auf. Und zwar müssen wir natürlich hier in die Einstellung gehen. AFB. AFB einstellen. AFB. Die auf 40 stellen. So, bestätigen, dann gehen wir hier noch in die Einstellung. Denn wir müssen natürlich noch den PZB-Modus, befindet sich bereits in O, das ist gut, da können wir die Türen schließen. Natürlich noch die Scheibenwischer einstellen, denn es ist, wie ihr seht, ein wenig am Schneien. So, die Türen sind verriegelt, die Zugsicherungssysteme müssen wir natürlich noch einstellen. Zugbeeinflussung. Und dann können wir eigentlich losfahren. Wir müssen lösen. So, hier aber noch. Mal so lassen. Das mal noch. Obwohl, das können wir auch auslassen. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Erste Station München-Pasing. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wunderbar, auf dieses neue Update. Wunderbar. So, wir dürfen 90 überdrücken natürlich. Oh, schaut mal da. Achso, wir müssen natürlich. So. Das natürlich bestätigen. Drücken. Dann haben wir 49 Kilometer zu fahren bis Augsburg. Hier oben, das mit den Anzeigen hier. Also ich finde das wunderbar, dass das jetzt so gefixt wurde. Man sieht jetzt genau, wie schnell man ist, wie weit die Distanz noch ist und wie schnell man fahren darf und so weiter. So, 150. Machen wir das natürlich. LZB. So, dann können wir auch loslegen hier. Viel besser aus. Wunderschön, wunderschön.
So, dann fahren wir dahin. Durch die stille Nacht. Soweit ist es noch nicht. Eine Woche haben wir noch. Nächste Woche Sonntag ist der Heilige Abend. Das heißt auch, nächste Woche Sonntag wird es kein Video geben. Wahrscheinlich nicht. Weil natürlich, ihr kennt das selber, Vorbereitungen hier und da, ihr kennt das, besonders wenn man Kinder hat. Also es wird nächste Woche Samstag nochmal ein Video geben, kurz vor Weihnachten und dann zwischen den Jahren natürlich, soweit ich dazu komme. Ich muss leider arbeiten, aber den Samstag vor Silvester wird es ein Video geben und wahrscheinlich auch an Silvester selber. Dass ihr dann praktisch ein Video oder das letzte Video 2023 dann noch genießen dürft. Also sprich, wenn alles gut läuft, noch 4 Videos. Eins nächste Woche, eins morgen wahrscheinlich. Eins nächste Woche Samstag und Sonntag sind es dann 3 Videos. Mit Sicherheit noch kommen werdet dieses Jahr. Plus die Videos kurz vor und an Silvester natürlich, dann sind wir bei 5 Videos. Und dort steht auch ein IC, gezogen von BR101. Wir fahren 200, Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges, oder dieser Lok, Vmax 200, ihr seht's. Wunderschön, wunderschön. Ist übrigens ein Szenario aus dem Creators Club. Deswegen konnte ich auch die Lok, die Lackierung der Lok nicht ändern. Ist leider so, wie sie ist. Aber ja, ich denke, das ist auch kein Problem. Es schneit ordentlich. Klimaanlage brauchen wir dann nicht anmachen. 18 Grad ist ja wohl 25 Grad. Wohl besser. Keine Kühlung. Richtig.
Klimaanlage braucht man im Winter nicht wirklich. Straight auf Weihnachten zu. Unfassbar, was dieses Jahr schon wieder um ist. Aber ja, die Zeit rennt ohne Gnade und zuck sind die Jahre um und man fragt sich dann, wo ist die Zeit geblieben? Ich war doch gestern noch 15, hatte keine Sorgen, bin zur Schule gegangen. Heute bin ich 41. Ich habe übrigens nächste Woche Sonntag Geburtstag, Montag Geburtstag. Also am 25.12. ist mein großer Tag. Und wie gesagt, man fragt sich dann, wo ist die Zeit geblieben? Und denkt sich dann so, habe ich überhaupt alles mitbekommen, alles mitgemacht? Ja. Wo sind die letzten 20, 30 Jahre geblieben? Unfassbar. So, wir nähern uns München-Pasing noch 26 Kilometer. Kommt ein RE gezogen von einer Vectron. Wunderbar. Der KI-Verkehr ist ja auch ordentlich vorhanden. Das ist ja schon mal sehr schön. Wintercore-Update, das hat sich wirklich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. So, und ich habe heute noch unter einem YouTube-Video gesehen oder gelesen, dort war zu sehen, wie ein IC ausfährt aus Münster Richtung Berlin. Und übrigens geschoben von einer BR101. Dort habe ich dann gelesen von einem User bzw. einem Zuschauer, wie oder was daran so schön ist, Züge ausfahren zu sehen, überhaupt Züge zu filmen. Ich glaube, das können nur wir Trainspotter beantworten. Es ist einfach eine Leidenschaft, ein Hobby. So wie andere halt LKWs oder Autos oder Flugzeuge oder sonst was filmen. Ja, ich glaube, das können nur wir beantworten, weil wir haben die Leidenschaft dafür, die Liebe zu Zügen, das Hobby, was uns eint, das können Außenstehende natürlich nicht so mit oder so verstehen, weil das ist für uns halt eine Leidenschaft, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist wirklich eine Leidenschaft. Also für mich sind Züge auf jeden Fall eine Leidenschaft. Ich glaube, für euch auch, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist ziemlich viel los hier, also ziemlich viel Nahverkehr. Auf jeden Fall hier so ein Güterzug, auch gezogen von einer Vectron. Wir
geht es darum, das Datum, das stimmt natürlich nicht ganz. Also daran seht ihr ja auch, ist das aus dem Creators Club. Kommt dieses Szenario, jetzt haben wir eine Geschwindigkeitsveränderung auf 80. Also in diesem Spiel fahren wir einen Tag vor Heiligabend. 23:46. Also praktisch ist es jetzt noch eine gute Viertelstunde bis Heiligabend. Fahren wir mit unserem IC nach München, um auch die letzten Fahrgäste zu ihren Liebsten zu bringen, damit die dort dann zusammen Weihnachten feiern können. So, was kommt da? Wir bremsen den Weg runter. Dort steht was links. Ich kann es noch nicht genau erkennen. Ne, steht nicht, es fährt. Ach, da wird ein RE geschoben von meiner BR112, so wie es aussieht. Wunderschön. Auch noch eine Zugeholung hier. Mega. Was ist da? Handgleicher aktiviert. Sehr schön. So, verlässt man sich, wa? So. Der CB jetzt gleich zu Ende hier? Nein, noch nicht. Wir bremsen weiter runter auf 80. Das haben wir soweit geschafft. So, dann sind es noch 11 Kilometer bis Pasing. Jetzt haben wir mit Sicherheit einen Gleiswechsel. Ne, doch nicht. Dann haben wir hier rechts einen Gleiswechsel. Genau, ja. Deswegen nämlich die 80. Das wird sicher gleich wieder auf 200 beschleunigen und der Gleiswechsel versteckt ist, sag ich mal, stattgefunden hat. Klingt besser. Ja, wer sagt's denn? Schön, wie sich der Schnee an die Scheiben klebt, hätte ich fast gesagt. Was ein schönes Bild. Absolut geil. Zugbeeinflussung. Oh, jetzt hier Beende. Zugbeeinflussung. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen reagieren. Ja. ICE, Doppeltraktion, sehr, sehr schön. Super, das ist noch ganz ruhig. Thank you.
So, war jetzt überraschend die EZB zu Ende. Oder wird gleich zu Ende gehen auf jeden Fall. So, dort steht noch eine Quietschi wartend. Geschafft. So, ein bisschen Parsing auf jeden Fall. So, 30. Natürlich bestätigen, sonst funktioniert es nicht. So 1,7 Kilometer, das heißt, bin ich schon mal ein bisschen langsamer. Parsing, wunderbar. Wieder ein ICE, sehr schön. Ist man einer? Noch. So, und wir öffnen die Türen, und zwar an der linken Seite. Dann können wir hier mal aussteigen. So viel los ist. So, zumindest hier ist eigentlich. Wo sind sie denn alle? Da sitzt einer. Naja, so viel ist hier nicht los. So, wir verriegeln die Türen. Und dann, ne, geht's los. Ist da halt, München Hauptbahnhof.
sehr, sehr schön. Richtig schöne Perspektive, finde ich. Ist auch mal echt geil. Hier kommt der Gegenzug. Sehr, sehr schön. 101 oder Vectron? Was tippt ihr? Oder die war schon vorne drin, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, war vorne dran, okay. So, wir steigen ein. So, 130 nach wie vor. Das wird sich aber nicht mal allzu lange halten, weil wir ja dem Münchner Hauptbahnhof immer näher kommen. Dementsprechend natürlich auch den Geschwindigkeitsbeschränkungen. Wenn man die Taste nicht sofort findet oder nicht sofort drückt, dann wird's kritisch. Also ist wirklich sehr viel Fernverkehr im Moment vorhanden, also sehr, sehr schön. Ich finde das nämlich immer besser, wenn ein bisschen mehr Leben auf der Strecke ist, als wenn man hier alleine rumfährt. So, wir müssen aktiv werden. 60. 60, 60, 60, 60, 60, 60. Das hätten wir erstmal. Dass wir nichts anbrennen. Und dann gleich 40, 30, kurz vom Bahnsteig. Nein. Dass wir da wieder quittieren müssen. Und danach gehen wir da runter auf 40. So, wir haben mittlerweile Mitternacht, also der heilige Abend in diesem Szenario ist angebrochen. So, das ist der Münchner Hauptbahnhof. Heiligen Abend. Zugbeeinflussung. So, 30.
weiß jetzt nicht genau, vielleicht könnt ihr mir das erklären, warum da nach dem Bahnsteig praktisch, also nach dem Zielpunkt, oben rechts in der Anzeige die 160 steht, weil das hat überhaupt gar nichts auf dem Namen, weil das ist ein Kopfbahnhof, das heißt, in diese Richtung kann man nicht mehr fahren. Ist das jetzt spielbedingt? Liegt das an dem Game oder warum ist das so? Vielleicht könnt ihr mir das erklären, aber ich weiß es nicht. Sinn macht das nicht wirklich. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen am Münchner Hauptbahnhof. Wenn ich gegen den Hellbock fahren, ist der, glaube ich, nicht so gesund. Oh. Ich glaube, davor gefahren sind wir nicht, hoffe ich. Schauen wir doch mal. Nee, das ist noch ordentlich Lücke. Puh, ich dachte schon. Aber wir haben sehr gut gehalten, finde ich. 0 Meter. Also doch. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich dachte echt, wir sind vorgefahren. So, nochmal ein kleines Foto von. Knapp das war. Dann lassen wir die Fahrgäste hier mal aussteigen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir sollen die Tür regeln, das machen wir. München-Pasing, Bahnsteig 10. So, jetzt müssen wir rückwärts fahren, oder wie? Ja, auch nicht schlecht. Ich muss erstmal den Richtungswender verlegen. Ja. Unbedingt dürfen wir den überhaupt fahren? Abgelehnt. Okay. Jetzt mal aufs rote aufs Signal schauen. Also wir sind hier. Da kommt noch einer, deswegen dürfen wir nicht. Deswegen. Ah ja, okay. Wir werden gleich unseren Fahrweg verlassen, hoffe ich. Sodass wir dann rausfahren können. Aber die haben doch gar keinen Steuerwagen. Wenn wir jetzt ohne Steuerwagen nach Pasing fahren, das wird ja witzig. Wie soll das denn funktionieren? Das ist doch schon wieder nicht realistisch. Das ist doch nicht realistisch. Ohne Steuerwagen können wir doch gar nicht rausfahren. Normalerweise müssten wir jetzt irgendwie eine andere Lok haben, die da dran setzen, damit er den rauszieht nach Pasing. Jedenfalls ist nicht realistisch. Absolut nicht, weil wir können nicht ohne Steuerwagen. Da muss ja hinten einer stehen. Ganz komisch. Das ist. Das kann doch nicht funktionieren. Hä, wie soll das funktionieren, Leute? Es steht doch auf unserem Fahrweg. Ey, das ist doch nicht zu Ende gedacht. Sorry. Das ist nicht zu Ende gedacht.
Das ist nicht zu Ende gedacht, dieses Szenario. Weil er steht hier auch unterfarbig. Also wer immer dieses Szenario gebaut hat, der hat ja nicht alles bedacht. Es sei denn, er nimmt jetzt einen Schnellaufenthalt hier. Okay, scheint so. Schließt die Türen auf jeden Fall. Naja, kick. Mal gucken, vielleicht fährt er ja wieder raus. Schauen wir mal. So, wie sieht's aus, Kollege? Du darfst fahren eigentlich. Also wenn sich hier nicht bald was tut, dann ist dieses Szenario zu Ende, weil dann ist das nicht durchdacht. Dann ist das nicht durchdacht. Langsam anfahren, vielleicht tut sich ja dann was. Bis da vorne kann ich ja alle mal fahren. Bis hier. Tja, was soll ich sagen, ne? Und dann wäre wieder Ausfahrt. Toll, keine Anzeige. Weiß nicht, aber irgendwie hat er hier einen kleinen Denkfehler drin, in dem ganzen Szenario aufbauen. Ich meine, es ist ja ein schönes Szenario. Alles kein Thema, nur das hier ist leider nicht durchdacht worden. Das ergibt leider keinen Sinn und keine Möglichkeit, dieses Szenario zu beenden. Ich sehe auch nicht, dass er jetzt irgendwie losfahren will. Es tut sich auch nichts, dass sie vielleicht auf irgendjemanden wartet. Da ist mein Ziel. Da soll ich hin, komme ich aber nicht hin, weil mein Gleis besetzt ist. Weil mein Ausfahrtsgleis hier besetzt ist. Da.
Und der irgendwie keine Anstalten macht, loszufahren. Von daher würde ich sagen, leid es mir tut, aber dieses Szenario ist, glaube ich, an dieser Stelle beendet. Also, wenn jemand das Video sieht und den Erbauer vielleicht kennt, es ist ein englischsprachiger User, kann er den vielleicht mal ansprechen und sagen, dass das hier an dieser Stelle nicht 100% durchdacht wurde. Dieser Bereich hier, ab hier ist Schluss, Ende. Ja, das war es anscheinend. Schade genug. Ich hätte es gern zu Ende gespielt. Ich hätte ihn gern noch bis Pasing zurückgefahren. Was wiederum aber auch der keiner Realität entspricht, weil wir ja nicht ohne Steuerwagen fahren dürfen. Glaube ich zumindest nicht. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, bis zu dieser Stelle, dann würde es mich auf jeden Fall freuen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder so zu diesem Szenario habt, dann haut sie gerne in die Kommentare. Auch zu dem Hintergrund, dass wir den Zug hätten ohne Steuerwagen bis Pasing fahren sollen. Ob wir das überhaupt dürfen in der Realität, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Ganze zu gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall sehr freuen. Lasst einen Daumen nach oben da. Habt noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Ich fürchte, hier wird sich nichts mehr tun. Macht's gut mit diesem wunderschönen Bild hier aus dem Münchner Hauptbahnhof. Würde ich sagen, war's das. Wir haben unseren Intercity pünktlich und ohne Probleme bis nach München gefahren. Wir sollten ihn eigentlich noch bis München-Pasing zurückfahren, ohne Steuerwagen, aber leider, ihr seht das Bild, geht das nicht. Es ist ein Szenario aus dem Creators Club, vielleicht liegt es daran, dass es nicht zu 100% durchdacht wurde. Ja, ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters, haut rein, ciao, servus und tschüss.